So, wieder herzlich willkommen zurück zu den friedlichen Hügeln bei Portal Knights. Wieder mit am Status der Nero. Jo, servus. Und wie ihr jetzt schon gesehen habt, wir sind jetzt erstmal zurückgereist und werden uns jetzt erstmal die Portalsteine holen. Weil, auf der einen Seite war es eine ganz total fabulös tolle Idee, dieses Zeug dann doch lieber liegen zu lassen. Aber auf der anderen Seite war es eine total scheiß Idee, weil wir ja eben wieder zurück dadurch reisen müssen. Ich muss erst die ganzen Portalsteine hier wieder alle basteln. So. Okay, die Portalsteine habe ich soweit. Ja, aber ich hatte aber auch einige an Portalsteinen. Also. Kannst du noch welche basteln? Ich habe jetzt noch 3. Okay. Ich würde gerne mal gucken. Und zwar, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus hier? Wir haben immer noch Holzschwert. Ich hätte gern ein Kupfermesser. Sense. Ach so, man kann hier jetzt dann auch... Ach guck mal, du kriegst ja so einen richtig geilen Bogen hier. Oh, echt? Gepanzerter Kupferbogen hier. Oder starker Kupferbogen, kannst du dir... Ich muss leider mit einem Messer auskommen. Ich kann nur ein Messer für mich dann herstellen. Aber dazu brauche ich einen Kupferbarren. Und den Kupferbarren, lasst mich raten, den kriege ich hier im Ofen. Sag ich doch. Und dann mache ich mir gleich mal einen. Zack. Und dann gucken wir mal, dass wir uns hier... Yeah, Kupfermesser. Zack, wir haben eine neue Waffe. Hast du noch Kupfer einstecken? Ja, ich habe das Kupfer einstecken, ist richtig. Brauchst du irgendwas? Soll ich dir irgendwas basteln? Ja, ich würde gerne hier einen neuen Bogen, wenn es geht. Es gibt 2 verschiedene, Qualität 8 oder Qualität 5? Das höchste, was geht. Okay, dann brauchen wir 2 Barren und was ist das denn da unten? Schuppen haben wir leider nicht. Okay. Ich könnte dir aber die... Gut, dann machst du erstmal den anderen. Du machst die Qualität 5 erstmal. Da brauchen wir nämlich bloß Baumwolle und den Barren. Okay. Ja, 5 ist ja schon besser als gar nichts. Eben. Eins. Unsere Portalfragmente, wo packen wir die eigentlich rein? Mit zu den Steinen? Mit den Portalfragmenten? Ja, da hinten bei den Kupfer. Wo haben wir das? Bei den Erzen und sowas bestimmt reingetan. Okay, alles klar. Er wollte gerne. Da haben wir doch. Oh, da willst du. Guck mal, hier gibt es aber auch eine Armbrust. Oh. Wir haben einmal hier 46er Stärke, einen Bogen und dann 46er Stärke eine Armbrust. Was möchtest du denn? Ich nehme lieber Bogen, der schießt schneller. Okay. Denke ich jetzt einfach mal. So, dann holen die raus. In der Werkbank ist alles drin. Wow, cool. Das ist genial. So, dafür lassen wir alles wieder hier. Also ich nehme jetzt immer die Portalsteine mit. Notiz an mich selbst. Portalsteine mitnehmen. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt weiß ich nicht, welche Kiste welche ist. Ach, hier haben wir das Essen drin. Guck mal, ich wollte ein paar Schleifsteine herstellen, genau. Steinblock. Ah, genau. Ach, Baumwolle haben wir da auch rein, okay. Was haben wir denn in der Kiste? 3, 4, 5, 6, 7. Na komm, machen wir 10. Na. Was haben wir hier drin? Nix, gut. Ich muss erst mal durchblicken bei unseren Kisten, weil die sind ja nicht beschriftet. Ah, hier haben wir das, war das Seeds. Die Seeds-Kist. No, das war jetzt Holzkiste. So, das ist hier die Blockkiste. Da kriegen wir wieder Blöcke rein, logisch. So. Okay, die Stacks sind also 50er Stacks, was man hier machen kann. Okay, was haben wir denn jetzt hier von der Kiste nochmal? Die
Zutatenkiste, genau. So kann man die nennen. Zutatenkiste. Und dann machen wir hinten essbare Kiste, oder wie? Ich weiß nicht, was essbar ist. Verstehst du? Weil hier ist jetzt... Pilze, Weizen, weil du hast Kreide. Da jetzt hier zum Beispiel Baumwolle rein, das ist ja alles Zutaten. Das sind ja keine, das ist ja nichts zum Essen. Genau. Also du die raus hier. Dann machen wir das der Esskiste trotzdem weiterhin, okay. Habe ich verstanden. Du die hier raus. Du die hier raus, hab ich gesagt. Jetzt. Also du machst jetzt dahin, wo du dran bist, machst das Essbares jetzt raus. Nee. Oder die Zutaten machst raus. Die Zutaten mache ich raus, genau. Das Essbare tue ich da rein. Okay. Dann nehme ich hier das Essbare raus. Dann kannst du hier die Zutaten reinpacken. Okay. Also die letzte Kiste ist also Zutaten. Dann habe ich das hier rein, das hier rein. Das hier weiß ich nicht. Ich tue mal... Nee, das kommt nicht mit hier rein. Definitiv nicht. Jetzt muss ich natürlich noch mehr Scheiße einstecken. So, hier haben wir Materialien. Denke ich mal, oder? Komm, ist gerade nicht so ganz klar. Was haben wir hier? Das ist Holz. Ja, gut. Die können Holz. Ach, hier habe ich die Kiste. Ah, ich hab's gefunden. Die habe ich überall gesucht, die Kiste. So, da tun wir die Kohle mit rein oder tue ich das hier auch mal mit rein, weil ich nicht weiß, was das sein soll. So. Ich würde jetzt noch gerne was machen und zwar hier. Ist alles rückenschön. Oh, shit. Ich gerade genau ins Falsche gemacht. Das doch vor? Ich will da oben diese Scheiße. Ach, Alter. Ich mache mehr kaputt, als was ich wirklich ganz mache. Okay. Ich stehe jetzt wieder hin. Nein. Nein, diese scheiß Dings, was wir gemacht. Du hast doch diese. Warum machst du das jetzt kaputt? Du hast doch Dings gebaut hier. Du hast doch dieses Buch gebaut, ne? Ja. Das ist weg. Was ist das da? Ach, das hast du ja einstecken gehabt. Mach mir doch nicht immer so eine Angst. So, ja, das ist freiwillig in meine Tasche gekommen. Ja, das wollte ich haben, genau. So, jetzt brauche ich wieder B. Ach, B, habe ich gesagt. Fackeln. Wann ist jetzt hier hinten? Genau, Fackeln. Wieso habe ich jetzt eigentlich immer diese hässliche Mechanikergedöns da? Was ist denn das für ein Mist? Was hast du? Ach, ach. Ich habe so eine hässliche Schrift vor der Nase gehabt. Holz und Baumwolle, alles klar. Das war... Solange ich noch nicht weiß, wie das geht. Baumwolle war doch dann jetzt hier drin. Genau. Oh, was macht denn der liebe Nero schon wieder? So! Ah, Fackeln. Ich will diesmal Fackeln dabei haben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Fackeln. So, einen schönen Hocker. Genau, 10 Fackeln, 3 Portalstellen habe ich dabei. Okay, Fackeln, was braucht man denn wieder zu fackeln? Baumwolle und Holz. Habe ich wieder alles besser nicht einstecken. Ich habe mir jetzt 10 Fackeln gemacht, das müsste eigentlich reichen. Und wo war jetzt Baumwolle schon wieder? Baumwolle ist hier hinten. Genau. So, nochmal Fackeln. Na toll. Das Holz alle. Na toll. Knuffig. Wie viel habe ich denn überhaupt Fackeln? Also hier vorne war jetzt doch eigentlich die Erze und Kohle, ne? Genau. So, weißt du, ich kann mir mal Kupferbarren machen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ups. Baumwolle kann. Hier hin. Alter. Da ist Rüstung. Baumwolle kann. Nein. So. Wie sieht das jetzt aus mit Rüstungen? Kann man sich noch welche basteln? Neuere. Warte mal, was haben wir denn?
haben Qualität 8. Das ist alles mit so Schuppen verbunden. Wir brauchen die Qualität 5 erstmal. Und dazu brauchen Knochen. Wir. Ich brauche Knochen. Baumwolle und Kupferbar. Also wir können eigentlich den... Ich hab's schon wieder vergessen, weil das ist. Hm, was suchst du denn? Die Baumwolle ist hier und Kupfer war hier. Ich habe 5 Kupferbarren gerade gemacht. Ich packe sie dir hier in der Kiste rein. Sehr geil. So, guck mal, weil ich wollte, nämlich auch gerade gucken, hier wegen Rüstung und Co. Okay, was brauchen wir denn noch? Qualität 2, ich würde erst sagen, Qualität 5, genau. Die können wir uns jetzt erstmal machen. Du siehst Wald die Qualität wir nicht, 5. Jagd auch nicht, Mystiker auch nicht. Ich hab gar keine Qualität 5, habe ich gar nichts. Wildhüter Panzerhandschuhe. Höchstens ich nehme Jagd. Das ist Qualität. Also, der nächste ist eigentlich im Endeffekt Waldläufer. Nee, bei mir ist noch nichts. Ich kann erst oben Qualität 8, ist dann die Schützenhose und so Zeug, aber. Panzer der Ring der Resistenz braucht Amboss und ein Barren. Sehr cool, sehr cool. So, Kohle, Kohle. Aber einen Ring kannst du dir ja auch herstellen, ne? Was? Ein Ring. Ja, wo macht man das schon wieder? Amboss. Ah, okay. Und zwar über der Qualität 1 Schrift. Steht gepanzerter Ring der Natur. 5 Resistenz gegen Naturschaden. Was mache ich denn jetzt hier? Wie? Ich stell dir auch gleich noch eine her, komm. Ich mache einfach mir eine Waldläuferrüstung. Und das ist ja scheiße, ich kann... Nee, du brauchst ja Rüstung, du brauchst ja viel, Also brauche ich ja die Jagdhund-Rüstung. Wo das alles gleich hat. Ist eigentlich egal, ich kann mir das basteln wie Mock. Okay. Hier im Amboss ist da ein Ring drin, ne? Okay, geil, warte, guck gleich. Jetzt gucke ich auch nochmal hier. Jetzt, das ist Qualität 8, okay. Das ist Qualität 5, also das ist... Also für mich wäre normalerweise Jagdhund, für dich wäre Wildhüter. Die richtige Ausrüstung. Ja, Wildhüter ist ja... Ach, hier unten. Okay. Warum kann ich die nicht herstellen? Ich hab doch Baumwollstoff. Knochen. Ich hab doch aber Baumwollstoff. Hab ich doch. Ja, aber keine Knochen. Doch. Wir hatten doch nur einmal Knochen drin. Ja, ich weiß. Und einmal habe ich rausgenommen. Warum kann ich denn? Ach, hier unten geht's ja noch weiter. Waldläufergedöns. Aber ich kann? Du kannst? Hä? Ich glaube, hier geht's im Inventar. Ganz kurz gucken. Hier, ich hab doch Baumwollstoff 14 Stück drin und Knochen einmal. Gut, okay, einmal noch. Wo krieg ich den Knochen her? Die waren, glaube ich, hier in der. Ich glaube, die Knochen, die habe ich hier an der Dings gefunden. Kupferbarren und Baumwollstoff brauche ich auch. Okay. Okay, die Kiste ist mittlerweile leer. Kiste ist mittlerweile auch leer. Was, alles rausgeräumt hier? Ich habe einstecken einiges, ja. Ah, okay. Gut, aber für mich reicht das erstmal, bis wir den nächste Portal betreten sind. Ich würde gerne... Oh, okay, wir ist wieder fein. Oh, der Bogen ist super. Oh, macht der Damage, ey. Hier habe ich Knochen bekommen, sehr schön. Knochen bekommst du von welchen Viecher? Von diesen Skeletoren. Okay, hier rennt Skelette noch, okay. So, sehr wunderbar. Die Viecher platzen ja wie nichts.
aber... Aber? Skeletoren laufen ja nicht einfach so rum. Die waren jetzt gerade hier unten drin. Ist der gespawnt wieder in der Höhle. In der Burg unten drin. Deswegen hatte ich jetzt auch wieder zwei... Ah, okay. Deswegen habe ich jetzt auch zwei Knochen, um irgendwas mit zu basteln. Ja gut. Ja gut, du musst ja sowieso erstmal vorrangig ausgerüstet werden. Weil du ja eh immer an der Front kämpfst. Genau, ich bin der Frontkämpfer. Ich bin der Frontkämpfer. Ich bin ein Frontkämpfer. Unsere feine Hütte hier. Wunderschön. Ne? Den, 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 toll den, gemacht. Den, den, den. Na? So, Rüstung. Ich kann immer noch nichts bauen. Ich muss ja noch weiter runtergehen. Ach nee, überhaupt nicht. Ich habe das doch. Warum kann ich denn das nicht? Ach, ich bin so blöd. Das muss ich am Amboss machen. Mm. Alter. Nee, auch nicht. Doch, hier. Da, da. Hm. Okay, das kann ich schon. Was brauche ich denn jetzt hier? Das ist ein... Ich einherstellen. Handschuhe. Was ist denn jetzt wichtiger? Erstmal... Muss man ein bisschen auf die Stats achten, da sind Stats drauf. Kritisches Leben, mehr Leben, allgemein, Regeneration erhöht. Dass du da vielleicht erstmal ein Augenmerk drauf legst. So. Wunderschönes Feld hat der Onkel gebaut, ein wunderschönes Feld. Was drin? Nichts mehr drin. So, kann ich denn die Kleidung, die ich jetzt anhatte, zerlegen? Kannst du das? Weiß ich nicht. Nee, kann man nicht. Okay, dann tue ich das mal in irgendeine Kiste rein. Was machen das für eine Kiste? Da kann ja dann zum Beispiel Noxy diese benutzen. Mhm. Was brauchte ich denn jetzt noch? Ui, schick siehst du aus. Ich brauche halt noch ein bisschen Sachen. Das ist gerade ein bisschen doof. 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 Hier zum Beispiel. Knochen, Knochen. Wo kriegt man den Knochen her? Das geht mir im Sack. Skelette. Ja, wahrscheinlich andere Gegner. Da müssen wir wahrscheinlich wieder reisen. Richtig. Ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part, weil wir uns jetzt schön vorbereitet haben. Hm. Und dann können wir nämlich im nächsten Part volle Kanne loslegen. Ich sehe gerade, ich habe hier noch Blöcke, die ich hineinstecken kann. Also hinten machst du dann Klamottenkiste oder was? Ich habe keine Ahnung, ich habe da irgendwo jetzt was reingeschmissen. Gut, mach das auch mal. So, wie sieht es denn hier mit unserem Feld aus? Na, das wird doch langsam. Sehr schön. Unser Getreide wächst. Ich glaube, dass wir dann verschiedene Felder brauchen. Was? Achso, das ist unsere Essenskiste hier, alles klar. Da ist Kiste. Mein Gott, ist das ein Rumgefummel hier. Wo machen wir die Kupferbarren hin? Die kommen mit hier hinten in die Ressourcenkiste irgendwo. Wo waren die? Warte, Moment, und zwar die erste ganz hinten. Ah, die Rohmaterialkiste, alles klar. Gut, gut. Haben wir eigentlich noch Baumwolle hier oder ist jetzt alles verbraucht? Baumwolle haben wir da noch. Einstecken.
Ich habe noch Biomwolle einstecken. Erstmal ganz kurz, ich muss erstmal. So, das kommt da rein, dann kommt das da rein. Ja, da bin ich jetzt mal sogar richtig. Da rein und dann, wo ist Baumwolle? Ach, du hast den Bogen hier. Ja. Ich will nämlich auch einen neuen Rucksack. So, ich habe Zeug reingeschmissen. Ich weiß nicht, wo das hingehört jetzt hier. Das ist gerade. Ach, das war in der Klamottenkiste. Oh, ja. Hier ist das! Meine Fresse! Hier beim Holz kommt Baumwolle rein. Meine Herren! Also, aber noch. So, okay. Alles aufgeteilt soweit. Ach nee, ich hab immer noch mehr. Ich hab immer noch mehr. Immer noch mehr. Was ist denn eigentlich hier mit diesen. Keine Ahnung. Okay, die Splitter, die findet man dann einfach noch, ne? Du brauchst dazu auch die farbigen Splitter, da kannst du nichts machen. Da kommst du nicht drum rum. Oh, was ist denn das hier? Fähigkeiten, Heilung. Das, ja, das scheint ach, geil, Blitzschlag. Dieser Staub, diese Steine, diese Smaragdsteine, was wir da gefunden haben vorhin, im zweiten Level. Hm? Die kannst du klein malen und dann kannst du hier jetzt Zeug herstellen. Es scheint wohl, dass du dann zaubern kannst, so ein bisschen mehr oder weniger, so staubmäßig, keine Ahnung. Staubmäßig, mhm. Ja, ja, super erklärt, ne? Also hier, der Zaun gefällt mir überhaupt nicht. So. So, wunderbar. Alles klar, ich würde sagen, den Gegner machen wir noch kaputt. Ja, bam, 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 Junge. Keine Chance hat der Junge. Keine Chance. Okay, du warst auch schon fleißig. Gut. Dann würde ich sagen. Ja. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Schaut auf jeden Fall beim Nero auch mal vorbei. Und das nächste Mal portalieren wir uns weiter in das nächste Portal und dort bauen wir wieder Portale und ja, und das wird halt immer so weitergehen. Portale, 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 Portale. Und wir schauen mal, was man dann hier noch aus unserem ganzen Gedöns hier noch machen kann. Auf jeden. Beding. So. Ich brauche noch ein Stück, bis ich Level 5 werde. Ja, mit den neuen Waffen, wenn du noch eine neue Waffe machst, sowas, dann geht das ratzfatz. Ja, ich habe halt aber keine, leider keine. Ach doch, ich habe ja schon diese. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz schnell ins Inventar schieben. Schauen wir mal, wie er sich jetzt verhält hier. Piff, paff, 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 puff, paff. Oh, cool. Guck mir das mal an. Ey. Ah, mit dieser Kamerasteuerung ist echt übel. Teilweise. Pass mal gut, pass auf, ich schicke jetzt hier den Gegner. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier unten auf so einen Gegner. Nee, auf da lieber. Pass auf, geht gleich los. Und jetzt, pass auf, liebe Leute. Zack, 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 zack. Cool. Ich hab gar keine Chance mehr. Ja, keine Chance mehr. Oh, du hast gerade Portalsteine aufgenommen. Aber egal. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir portalieren uns jetzt dann weiter im nächsten Part. Und bis dahin. Ciao. Tschüss. Oh, ich hab gerade noch hier. So, jetzt tschüss.